Ja, hallo meine Freunde auf Maverick TV. Ich habe hier eine schöne Ausfahrt mit meinem Fahrrad heute gemacht. Und da bin ich auch schon. Ja, und zwar wollte ich ein bisschen ein Real Talk-Video mit euch machen. Ich hoffe, man kann mich hier auch in den ganzen Lichtern erkennen. Ja, meine Freunde, und zwar geht es hierbei um den YouTube-Kanal und um das Ganze, was hier so in den letzten Monaten, Jahren passiert ist. Ja? Das war ja alles just for fun. Und jetzt ist ja mittlerweile eine kleine Community draus geworden, wie man so schön sagt. Ja, viele Hardcore Maverick-Fans, also was heißt viele, ne? Die Hardcore Maverick-Familie im Internet ist überschaubar, aber das sind die krassesten. Ja, die sind wirklich die krassesten. Die geben sich wirklich alles und schreiben mir jeden Tag cool und so. Und früher, wo ich kein Internet hatte, ich hatte nicht so viel Kontakt mit so vielen Leuten. Also ich hatte meine Canex-Gang so. Dann ist die Zeit vorbeigegangen und dann war lange Zeit nichts im Endeffekt. Ne? Da war ich so gut wie immer alleine. Außer wenn ich mal eine Lebenspartnerin hatte und so. Und dann kam das so, just for fun, mit diesen Videos so. Viele in meinem Freundeskreis, in meinem kleinen Freundeskreis fanden das alles voll scheiße und so mit dem Rappen und mit den ganzen Unterhaltungsvideos. Die meinten, ey, bist ja voll verrückt und so, das ist voll scheiße, voll wack, voll peinlich, voll so, voll hier, ja. Die haben im Endeffekt nicht verstanden, dass ich mich mit den Wochen, Monaten und Jahren zu dem Van Gogh des modernen Entertainings entwickeln werde. Und mittlerweile sehe ich, wir können was reißen. Ich sehe, wir können da wirklich etwas aufbauen, was wirklich in den Geschichtsbüchern dann für die Ewigkeit notiert sein wird. Und ich teile ja gerne mit euch. Meine Freunde, ich will ja im Endeffekt alles teilen, was hier reinkommt, an zum Beispiel Sponsoren, Süßigkeiten oder so, will ich ja alles wirklich teilen und ich will ja auch Treffen machen, so dass wir uns alle treffen und richtig ein Maverick-Fest veranstalten, wo wir auf jeden Fall richtig gambeln werden und da ausrasten werden und eins gegen eins boxen und Basketball spielen werden. Alles muss ein bisschen größer werden, wisst ihr? Und ich bin ja schon, das war mir eigentlich nie wichtig, aber ich sehe, was für viele Opfer da draußen wirklich Leute unterhalten. Und es sind ja wirklich richtige Opfer, die damit wirklich so Geld verdienen und denken, die sind die coolsten. Aber die sind wirklich, die wurden wirklich aus einer Lauchsuppe gemacht. Und das Ding ist, wir müssen das verändern. Wir müssen das verändern. Deswegen wird sich hier auch einiges ändern in naher Zukunft. Aber die Informationen kommen noch. Ja? Geduld ist sowieso die wichtigste Tugend. Und dann wird einfach eigentlich nur das passieren, dass die loyale Maverick-Familie einfach an einem Strang ziehen wird. Und meine Philosophie verbreiten wird und ein Teil von der ganzen Philosophie sein wird. Ja, hier geht es nicht um mich. Juckt, ob mich Leute erkennen oder. Wisst ihr so? Das ist mir Schnurzpiepel. Oder wie man sagt. Es geht mir darum, dass wir wirklich mal Deutschland zeigen, welche Werte wirklich eine wichtige Bedeutung haben. Und nicht, was die Leute da draußen verbreiten so. Ja? Selbstverständlich sehen manche meine Videos und denken so, ey, ja,
Es ist natürlich auf den ersten Blick nicht so zu verstehen, aber wir bringen die Leute dazu, uns zu verstehen. Und die, die es schon verstehen, die sind halt schlauer als die Masse. Mit diesem wunderschönen Satz möchte ich eigentlich dieses Video beenden und mich auf jeden Fall bei allen Supportern bedanken, die diese Ideologie zu etwas machen, was es eigentlich schon ist. In diesem Sinne, meine Freunde, schönen guten, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Euer Maverick aus Neukölln zu einer wunderschönen Abendstunde hier. Wunderschönes Wetter. Peace out, meine Freunde.